Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition Enderal. Hattet ihr nicht gesagt, ihr wolltet die Verteidigung deaktivieren? Auf mich hat sie einen ziemlich aktiven Eindruck gemacht. Dieses Ding ist ja kolossal. Irgendeine Idee, warum es genau es abgestürzt ist? Ja, na gut, wie legen wir den Kern frei? Gut. Das Ding ist, es ist ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Das ist einer der besten Sätze. Ich finde auch das Elementarteilchenphysik zum Beispiel ganz einfach ist, wenn man weiß, wie sie funktioniert. Oder auch organische Phenylchemie ist ganz einfach, wenn man weiß, wie sie funktioniert. Was ist das? Triebeteile. Ja. Okay, da habe ich einen. Zwei. Eieiei. Aber wirklich, weißt du, da komme ich einfach daher, rasiere die ganze Zähne, brusch, und dann muss ich Ventile öffnen. Das ist. Uah! Was zur Hölle war das? Geile Animation, aber was war das? Hahaha. Das Gefühl, das könnte gefährlich sein. Ich tu nix. Oh. Oh, Schand. Oh mein Gott, was passiert hier? Der Gletscher schmilzt. Ich muss hier raus. Und das ist es, was das so geil macht, Enderal. Dass die können einfach sehen. Alter, da können. Oh.
Da können andere Spiele nicht mithalten. Wie komme ich hier raus? Ist die Frage. Ist unten richtig? Nein, hier ist nur Licht. Warte mal. Also. Nee, aber das sind 10? Alter. Also die mit dem. Das, also, puh. Ich muss sagen, das können die. Das können die. So, jetzt steigt das Wasser immer weiter an. Was auf der einen Seite schlecht ist, auf der anderen Seite gut sein kann. Ich frage mich nur, wie wir in so kaltem Wasser so lange überleben können. Es muss ja schon arschkalt sein. Okay, wir kommen gleich auf die erste Ebene, wo wir schwimmen können. Oh. Ich glaube, da können wir raus, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo wir hier genau raus können. Oh Gott, das Wasser steigt an, das Wasser steigt an. Allerdings frage ich mich, und das ist ein guter alter, die drei Fragezeichen-Satz. Wasser kann eigentlich nicht in einem nach oben geschlossenen Gefäß im unbegrenzt weiter steigen. Wir können da drin eigentlich nicht ersticken. Nicht ertrinken, weil irgendwann ist es ja, ne? Ist ja keine, nichts mehr da. Okay. Ich glaube, es geht nicht mehr weiter nach oben. Habe ich mich getäuscht? Bin mir da nicht so sicher. Oh. Wie komme ich hier raus? Wo sehen wir nach oben? Muss irgendwie nach oben. Mit diesem Fahrstuhl, okay. Ich weiche hier übrigens bewusst nicht. Weil ich nicht weiß, was passieren kann, aber ich glaube, da ist der rettende Ausgang. Die Gletscherspalte! Die Gletscherspalte! Ich kann übrigens wieder ein Brot essen, eigentlich. Die Gletscherspalte! Die ist es, oder? Über die wir flüchten werden. Ich vermute mal. Jawohl, die Gletscherspalte. Auch wenn da auch alles schmelzen wird. Aber, um nochmal auf den Geschehnissen zurückzukommen. Alter. Da verrät ihr uns einfach, um ein angeblich höheres Gut zu retten. Also. Nein, 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 nein. Das kann einfach nicht sein. Kann ich Spinnen überhaupt anschleichen? Die haben doch 1 Million Augen, dachte ich. Oh. Oh Gott, oh Gott, diese Spinnen sind einfach so gefährlich. Oh. Ich dachte, was ist das denn für ein Schatten? Aber passt. So. Jetzt bin ich doch hier wieder an der Agnot, ne? Ganz normal, ich kenne den Raum doch. Ja, klar, das war der mit Meister verschlossene Raum. Alter, wir hätten so viel übersprungen, wenn wir Meisterfähigkeit gehabt hätten, einfach. Und da einfach doch geradeaus durchgegangen wären. Wir hätten so viel übersprungen. Also 80% des Dungeons bestimmt, oder? Also ist schon gut, dass wir nicht so geflüchtet sind. Und so, was machen wir jetzt?
Unsere Aufgabe ist es, ich bin geradewegs in Patiras Falle getappt. Wie sie mir offenbarte, will sie Herai Dal Terrore beseitigen und selbst diejenige sein, deren Bewusstsein mit dem Centurion verschmolzen wird. Ihr nach ist Dal Terrore ein einfältiger Narr, der das Potenzial der Apotheose nicht begreift. Sie hingegen werde in dem Körper der Maschine das Sternlingsvolk zu einer alten Glorie zurückführen. Ich muss Herai warnen. Auf der einen Seite ist es ja lobenswert, finde ich, wenn man sagt, ja, ich will so ein altes Volk wieder auferstehen lassen. Okay. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es dient einem selbstdienlichen Zweck. Habe ich so das Gefühl. Ob das so ist, kann ich nicht sagen. Aber ich habe das Gefühl. Ich werde übrigens nicht direkt zu ihm gehen. Ich werde auf den Markt erstmal gehen und ja. So, irgendwie, boah, das sieht hier wieder plötzlich so anders aus, wenn man hier wieder am Hellen ist, nachdem man die ganze Zeit in so einer, ja, in so einer, in so einem Schiff war, ne? Boah, das ist halt vollkommen was anderes, ne? So, genau, gehe ich auf den Marktplatz. Ich habe ja viele Sachen. Ich werde wieder so viel Geld machen. Geld, die bänge ich. So. Ach ja. Der Marktplatz. Ein Ort. Das. Oder das Buch schwebt immer noch. Also. Ich hatte mein indraelisches Erhabenen gewandt die ganze Zeit bei mir? Okay, gut. So, ich habe. Das wird jetzt eine Verkaufsrunde. Ich habe 48 Rhetorik. Das heißt, ich brauche 2x bis 50. Die dürfte ich wahrscheinlich hier drin noch haben, denke ich, so wie ich mich kenne. Nein. Also, 2x bis 50 und dann 13x bis 75. So dürfte es richtig sein. Zweimal bis 50. Genau. Wenn ich das richtig verstehe. Genau. Okay. Und dann 3x bis 75. 13 mal. Was ist der bis 75? Die Expertenbücher. Okay. 13 Stück. Habe ich genügend Geld? Das ist gar kein Problem. So. Ich weiß gar nicht, was wir dann jetzt sind. Irgendwie 63, ne? Dürfte es sein. Wenn ich nicht ganz falsch rechne. Na, 58. Hallo. 59, 60. 61. 62. 63. Ja. Passt perfekt. So, dann kann ich jetzt einige Sachen verkaufen. Terna und Runenbogen und die Runenschwerter und Silberschwerter und Silberbögen, Stäbe, diese Dinger hier. Terna Schilder, Terna Stiefel, Terna Schuhe. Diese Robe hier. Das passt. Wie viele Lernpunkte, Alter, was? Okay, habe ich 52. 52, habe ich 70.
Okay, ich brauche 5 Stück und dann 25, ja, vom Meisterbuch. In dem Falle. Die hat doch so weit die Singer, glaube ich, ne? Nicht. Oder war eher das? Expertenbuch, Zweihand. Auch nicht. Wer hat denn dann die Zweihandbücher? Er? Auch nicht. Oder die Bank. Nein, die Bank hatte die noch nicht, oder? Oder doch? Hat die Bank die doch vielleicht? Hallo? Wie viel Geld habe ich mittlerweile? Sind auch neu, oder? Okay. Tatsächlich, er hatte die. Ja, 5 Stück, ne? So. Ja. So, und dann kann ich wieder verkaufen. Ach so, ich bin im falschen System. So, die hier und die hier. Wieso habe ich die beiden nicht? Ach so, klar, natürlich habe ich die nicht an. Klauen des Gefallenen brauche ich nicht. Kleiner Rucksack brauche ich nicht mehr. Seele des Wandermagiers brauche ich eigentlich auch nicht. Plus 12 Rhetorik, das trinke ich gleich mal. Magiegift, Magietrank. Er hat aber wieder kein Geld. So, dann trinke ich jetzt mal gerade diesen Trank. Ja, hallo. Kaufe Meisterbücher, wenn ich es richtig habe, oder? Ja. 25 kosten 18.000. So viel Geld habe ich nicht. Aber ich habe genügend Geld für 9 Stück, so auf Anhieb zumindest. Und dann bestimmt noch für. Das ist regenerieren, das ist auch regenerieren, Schockgift, Stärke, Trank, Unsichtbarkeit, diese ganzen Dinge. So, alte Dynamos, Baupläne, klar. Ah. Die Dinger hier. Und damit habe ich wieder ein paar. Womit ich mir wieder ein paar Meisterbücher kaufen leisten kann, ne? Wie viele reichen? Na, 4. Okay. Dann habe ich insgesamt, ja, 13. Gut. So, 88. Das ist so krass. So. Favorit hinzufügen, das weiß ich gerade auch noch mal. Skarakelm. Achso. Das ist dieser hier, den muss ich rausnehmen. Dann kann ich den auch verkaufen. Verstehe ich das? Natürlich.
So. Passt. Dann ist da noch irgendwo. So, hier mache ich mal diese Meisterbücher rein. Die Zutaten kann ich gerade auch reinmachen. Bücher, klar. Achso, nicht die Zauberbücher, die nehme ich ja mit und wenn ich sie. Weil ich kann auch gleichzeitig gucken, ob ich irgendwelche Bücher doppelt. Dies hier und das, das. Das habe ich doppelt. Genau, die Zauberbücher nehme ich mit. So. Kann ich nämlich lernen. Auch wenn ich sie eh alle nicht nutze, aber. Gut, den Rest kann ich nämlich verkaufen. Da kann sie das ja einfach kaufen. Ach, sie hat kein Geld. Okay. Dann kann sie das vielleicht nicht kaufen. Dann. Wer war die Schmuckkäuferin? Sie, ne? Glaube ich. Das passt. Das passt auch. So, die kann die Bücher kaufen. Die hier. Da kann ich auch eins verkaufen. Elementarlehrling. Hat nur noch einen Groschen. Okay. Hat die irgendwas, was ich vielleicht gebrauchen könnte? Meisterbücher 2 hat oder so? Nein, natürlich nicht. Ja, gut. Dann passt das. Also wir haben 5503, dann kann ich wieder mein Kleid ganz kurz anziehen. Bevor ich dann endgültig die Folge beende. Hallo, Sirin, ich will kaufen. Du kannst doch nicht einfach weggehen. Das ist unfassbar. So. So. Meister. Zweihand. So. Zwei Stück, oder? Kann ich mir leisten. Ja, meine ich doch wohl. Halleluja. Damit habe ich den auf 90. Gut. Ach, was tue ich denn? Was habe ich denn getan? So. So. Das Kleid tue ich hier rein. Und dann. Ach so. Nee, warte mal. Nee, passt, passt, passt. Puppe? Passt. Okay, da mache ich einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.